Mitten in der Hafen City bricht sich das Licht in ungewöhnlichen Skulpturen. Glas. Es ist in der Lage, die Umwelt in sich abzubilden. Daher erscheinen die Exponate in der Glasgalerie Stölting, je nach Tageszeit und Lichtverhältnissen, in einem neuen Gewand. Dies macht das Glas zum idealen Material für den niederländischen Bildhauer Peter Bremers. Für seine Werke steht die unberührte Naturmodell. Für die dreidimensionalen skulpturalen Objekte, die hier stehen, hat er tatsächlich die Inspiration bei einer Reise 2001 in der Antarktis gefunden. Das heißt, da hat er diese Eisberge gesehen, er war so fasziniert von dieser monumentalen auch Natur, die da vor ihm war, dass er einen Weg gesucht hat, mit dem Glas dieses auch zu zeigen. Peter Bremers fängt in seinen Werken die Erhabenheit der Natur ein und macht sie für den Betrachter greifbar. Gleichzeitig mahnt er vor den Folgen, die das Eingreifen der Menschen mit sich bringen können. Das Herzstück der Ausstellung, Imprint 2, zeigt, was passiert, wenn ein Mensch das Eis betritt. Es schmilzt und er hinterlässt einen Abdruck. Und genau diese Schmelzform hat er sozusagen stilisiert in diesem Objekt dargestellt. Und es zeigt auch die Zerbrechlichkeit dieser Natur. Ja. Das zum Beispiel hat er mir gesagt, dass es eine Moosform gibt, die, wenn man tatsächlich drauftritt, ja, die 1,5 Jahre braucht, um sich überhaupt wieder zu regenerieren in dieser feindlichen Umgebung. Diese Zerbrechlichkeit fängt Peter Bremers ein und bewahrt sie. Für ihre Farbgebung werden die Stücke während des Gießens mit Metallen wie Blei, Kupfer oder Gold versetzt. Dem Künstler geht es nicht darum, das Gesehene zu kopieren. Er möchte mit den Werken seine Dankbarkeit gegenüber der Natur ausdrücken. Die Grundaussage, die der Künstler mit seinen Objekten hier geben will, ist, dass wir Menschen ein Teil der Natur sind und wir das auch oft vergessen. Ja, das heißt, die Eisberge waren für ihn natürlich sozusagen die Inspiration zu zeigen, wir sind ein Teil dieser Welt und wir sollten uns auch nicht zu wichtig nehmen, sondern einfach sehen, und wo wir als kleines Teilchen, in welcher Umgebung wir quasi leben und was wir mit dieser Umgebung machen. Eine Ausstellung, die das faszinierende Materialglas vorstellt und zum Nachdenken anregt. Besuchen kann man sie noch bis zum 11. November in der Glasgalerie Stölting.